Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Es sind nur noch 4 Tage bis zum ersten Amateurwettkampf der National Olympia. Ich bin absolut fucking müde, nichtsdestotrotz nehme ich euch natürlich trotzdem mit auf einen Vlog, auf ein geiles Video und hoffe natürlich, euch gefällt es und ihr habt viel Spaß dabei. Ich muss sagen, langsam sehe ich auch ganz schön müde aus, wenn ich mich so im Spiegel betrachte, aber so, es ist normal, es ist auch 6.45 Uhr, weil heute ist der vorletzte Arbeitstag, bevor es zu Olympia geht. Montag übrigens. Und jetzt der erste Schritt wie jeden Tag. Zuerst mal auf die Waage. Ich bin gespannt, was das Gewicht sagt. Gestern 92,1, niedrigstes Gewicht ever. So viel habe ich 2016 zuletzt gewogen. Abnormal krass. Also mal schauen. Vielleicht sind es jetzt sogar drunter oder drüber. Alright, 93 Kilo ist auf jeden Fall okay. Dafür muss ich sagen, ich könnte theoretisch jetzt kacken gehen, aber ich muss nicht irgendwie. Aber ich habe irgendwie so ein Druckgefühl, aber es geht glaube ich nicht. Deshalb lasse ich jetzt, haben sich hier schon einige gefragt, wo ein Stuhlgang-Update kommt. Da ist es. Es hat euch gefehlt, ich weiß es. Aber ja, wie gesagt, Form ist trotzdem, denke ich mal, auf jeden Fall akzeptabel. 1 Kilo mehr als gestern, aber es ist auch 4 Stunden früher als gestern. Also völlig normal. So, das Essen ist ready, die Tasche ist ready. Der dickste Pull, den ich habe, ist ready, weil es ist einfach nur abnormal kalt geworden, an die 0 Grad. Jetzt geht's ab in den Kindergarten. Heute kommt übrigens auch Johannes zu Besuch. Wird bis Mittwoch im Prinzip bleiben, bis wir dann gemeinsam nach Vegas fliegen. Das heißt, wir trainieren auch heute gemeinsam im Fit One. Wird auf jeden Fall eine geile Session. Heute ist übrigens auch der letzte Tag mit 2000 Kalorien. Ab morgen gibt es dann etwas mehr, wenn es auch nicht wirklich mehr ist. Aber ja, zum Aufladen reicht es auf jeden Fall. Ich bin sowieso nicht so flach diesmal. Also sollte alles gut gehen. Ich gehe jetzt erstmal in den Kindergarten und wir sehen uns wahrscheinlich in der Mittagspause wieder. Ich melde mich aus der Mittagspause. Es gibt natürlich wie immer mein Standard-Süppchen. Diesmal Gott sei Dank mit gutem Brokkoli und nicht mit saurem. Bei den Kindern gibt es heute was richtig, richtig krasses. Und zwar Laternenfest. Das heißt, es wurde extrem krass aufgekocht. Erstmal 5 Stück Kuchen, dann zum Mittag gab es Reisfleisch, das nehme ich dem Johannes bzw. dem Tim mit, weil die sind mittlerweile schon bei mir zu Hause. Und dann Krapfen für alle Deutschen, einfach Berliner, richtig, richtig geil. Hier noch Striezel, falls es irgendjemand was sagt, keine Ahnung wie das bei den Deutschen heißt. Und abnormal geil. Also ja, ich wurde kurz unterbrochen, wie gesagt, das ist einfach Blätterteig gefüllt mit Marmelade. Richtig, richtig krank. Also hier zu widerstehen ist echt schwierig. Aber ich bleibe bei meinem Süppchen, komme jetzt in die Mikrowelle und dann esse ich. Und wir sehen uns nachher wieder, wenn Kindergarten vorbei ist. Ich bin übrigens nicht beim Fest dabei, weil ich gesagt habe, ich muss trainieren. Ist eine wichtige Trainingssession heute, nochmal die vorletzte vom Wettkampf. Das heißt, geht sich leider nicht aus, aber ist sowieso besser, weil sonst wäre ich noch mehr mit Essen umgeben. Also ich esse es mal, wir sehen uns später. Die Arbeit für heute wäre erledigt, ist jetzt doch noch relativ schnell vergangen. Jetzt, während die Kinder ihr Laternenfest feiern, gibt es bei mir natürlich Pre-Workout-Mahlzeit. Schönes Süppchen, noch in der Mikrowelle warm gemacht. Dazu das Standard-Swish wie vor jedem Training. Johannes wartet schon im Gym. Heute gehen wir ins Fit One gemeinsam. Er trainiert aber Beine, ich habe Push. Ich würde sagen, wir sehen uns dort. Ich genieße mein Essen und jumpen dann gleich ins Gym. Direkt in die Push-Session. Mal schauen, was heute auf der Schrägbank geht. Ja, moin! Mahlzeit! Grüß Gott, da ist schon am Schwitzen. Du bist aber, hast richtig einen Schrumpfkopf am Start, ne? Ja, ich bin... Alter Falter, ey. Ich hab vorhin seine Instagram-Story gesehen und dachte mir so, okay, jetzt sieht er wirklich krank aus. Komm, lass ich mal. Ja, mittlerweile bin ich dünn. Ich hab leider keine Hand frei. Hier, nochmal hier in die Kamera. So ein bisschen schlank ist er geworden. Ich bin jung jetzt. Aber die Haare, die ist da, läuft. Jetzt ist trainiert. Und dann gucken wir uns das Ganze mal nackig an. Kann ich nicht beurteilen, muss ich nackt sehen. Während Johannes mit seinem Beintraining schon vorangeschritten ist, hat er extra früher begonnen, weil er ewig braucht. Ich muss aber nachher sowieso noch posen und Rad fahren eigentlich. Mal schauen, wie wir das dann noch machen. Jetzt gibt es erstmal Schrägbank drücken, wie wir jetzt erwähnt. 100 Kilo, mal schauen, ob die 8 noch drin sind. Ich hoffe es zumindest. Stärke ist auf jeden Fall nicht am Start. Ich fühle mich zumindest nicht stark, bin dafür gut gesättigt immerhin. Also das sollte auf jeden Fall passen. Muss easy, Paul. Drück die Scheiße durch, Mann.
schöne Scheiße. Muskelversagen. Ja, erster Satz. Hast du super, richtig gut. Habe ich gut eingeschätzt. Ich habe Paul noch nie so fertig erlebt, muss ich wirklich sagen. Ey. Hast du Larry Wills gesehen? Der hat jetzt nicht 320 Kilo fast auf dem Kopf abgelegt. Grausam. So, was machst du jetzt? 100 Kilo nochmal 6 mal, 2 mal 6 oder so. Ne? Okay. Sollte passen. Scheißegal, Mann. Scheißegal. Also, ihr habt gesehen, Schreckmann drücken lief schon mal mittelmäßig. Auf jeden Fall eine Wiederholung schlechter als im letzten Mal. Aber im letzten Push-Training geht es auf jeden Fall klar. Jetzt gibt es Butterfly, aber nicht mit dem Pad im Ellbogen, sondern im Prinzip an einer normalen Maschine. Einfach weil es besetzt ist, spüre ich aber auch richtig geil. Nicht ganz so geil wie die im Goldstream natürlich, weil die extrem geil mitgeht und man sich im Prinzip noch ein bisschen nach hinten lehnt. Die haut aber auch definitiv gut rein. Und als zweite Brustübung definitiv ehrenswert. Das kickt auf jeden Fall gut rein. Ja, ich mein Brusttraining schon hinter mich gebracht habe, ist Chris wieder mal an den Beinen dran, wo wir vor zwei Tagen erst Beine trainiert haben. Ich habe übrigens gehört, er wird nächstes Jahr starten. Stimmt das jetzt? Wo starte ich leicht? Vielleicht. Ja, gemeint, Classic für sie könnte auf jeden Fall gut gehen. Jetzt müssen nur noch die hinteren Oberschenkel ein bisschen kommen. Und dann sollte das werden. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass Chris Chancen hatte bei dem Natural-Wettkampf. Ist natürlich auch nett, die GmbF für sie Klasse vielleicht. Könnte eventuell hinhauen. Vakuum hat auf jeden Fall richtig krass drauf. Und hier neben mir schnauft natürlich, wer sonst? Johannes. Mr. Vakuum persönlich. Jawohl. Ich dachte eigentlich, ich höre dich vorher schon schnaufen, aber doch nicht. Let's go. Heute gibt es für die Schultern mal eine neue Maschine, weil die anderen beiden besetzt sind. Ich habe beim Aufwärmen gemerkt, die fühlt sich richtig geil an. Deshalb, während die anderen beiden ihre Beinchen aufpumpen, pumpe ich jetzt mal meine Schultern auf. Die brauchen nämlich ordentlich Volumen. Ganz schön easy. Alright, nächster Satz mit Full Stack. Das war zu easy, Leute. Aber Pump ist auf jeden Fall, vor allem in der Brust, schon am Start. Die Crispiness kommt. Schulter drücken wäre erledigt. Jetzt geht's weiter. Trizeps im Supersatz mit Frontheben und Seitheben. Das ist übrigens eine der besten Trizepsmaschinen, wie ich finde. Einfach weniger Belastung am Bauch. Ultimative Spannung am Trizeps. Und ich muss sagen, der Trizeps kommt heute echt gut. Generell die Form heute. Ich bin richtig krass zufrieden. Fühle mich nicht so dünn, muss ich sagen, jetzt nach dem Brust- und Schultertraining. Und die Shreds sind einfach nur gut am Start. Also alles richtig gemacht. Jetzt kann er langsam geladen werden. So, passt alles. Einstellungen sitzen. Let's go. Baby. Style check. Weight check. Let's go. Meine Schultern
krass mit dem Arsch. Ja. Wenn ich mich so von vorne anschaue, beim Seitheben, ich fühle mich krass dünn. Das sieht so aus, wie der Latte einfach nicht vorhanden. Da fehlen die Carbs. Aber nach LA, nach Las Vegas, Leute, sage ich euch, die Mass wird kommen. Wir sind bei der letzten Übung angekommen. Nochmal Trizeps. Einfach Trizeps strecken mit neutralem Griff. Absolut gut, spür ich geil. Ist schön schwer. Und ein guter Abschluss, würde ich sagen. Das war's. Ich habe übrigens vorher gerade erfahren, dass ich gar kein Cardio mehr machen muss. Richtig, richtig geil. Das heißt, ich stehe nur noch Formcheck mit Johannes an. Das seht ihr natürlich jetzt gleich im Anschluss. Grundposing-Check haben wir jetzt gerade kurz bei Johannes gemacht. Du sollst anstoßen. Achso. Bam! Ich dachte, er will, dass ich von seinem Weihwasser trinke. Nicht, dass du dann nachher beim Doping-Test versagst. Ja. Aber ja, wie gesagt, bei Johannes gab es die Grundposen. Hier werde ich jetzt einmal alles im Prinzip durchflexen und mal schauen, wie sich das Ganze verändert, beziehungsweise was Johannes dazu sagt. Komm ein bisschen näher, oder? Okay, mit was starten wir? Einfach mal Doppelbizeps, oder? Ganz normal, wie sonst auch. Doppelbizeps von vorne. Also wenn du jetzt meinst, es tut mir leid, Paul, aber dein rechtes Bein so auszustellen, dann mach das, geh aufs rechte Bein, muss es kurz... Was? Also du stellst, guck mal, du hast dich hingestellt und einfach nur das Bein zur Seite gestellt. So, ja. Übertrieben. Ja. So. Oder, also entweder machst du es richtig, oder du stehst ganz normal frontal, beide Beine vorne, fertig. Knie leicht nach außen drehen, Paul. Und mehr auf das rechts aufs Standbein, mehr beugen. Genau. Wie in der Grundstellung, wie in dem Backliner. Oh, ja. Und stell das, wenn du jetzt das Bein nach hinten stellst, schau mal, wenn hier die Linie ist, du stellst das Bein nach hinten, dann sieht das dünner aus. Ja. Denk dir die Linie, das muss auf der Bühne sitzen. Bisschen mehr beugen. Hier. Dreh das mal ein bisschen aus. Hier. Besser, so. Auf die Fußspitze mehr, auf die Fußspitze. Alter, nochmal? Ja, so ist besser. Dann das ist wahr zu halten, oder? Hier. Das ist das Standbein. Aber so ist es besser durchgeflext. Aber soll es ja nicht. Du zeigst auf dem einen Bein den Schneider, auf dem anderen Bein zeigst du. Also hier ist gestreckt, fast. Und hier zeigst du mir den Schneidermuskeln für die Seite. Weißt du, was ich meine? Oder stellt einen, wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen, dann stell die verdammten Beine einfach grundstellungsmäßig hin und flex. Bevor du da irgendwelche. Du willst es einfach mal so oder was? Ja, Fuß mehr. Guck mal. Müssen wir zu Hause nochmal durchgehen, scheiß drauf. Ohne. Scheiß drauf, ey. Ladpose. Ja, hack ein bisschen zusammen. Alright. Jetzt wird's spannend. Oh shit, ja, Mann. Ja. Die Schatten fallen ein bisschen blöder, aber der Arsch ist wirklich brutal. Warte, komm. Ah, sieht man's? Der Schatten. Sieht man das? Iced no. Out. Ah. Vier Trizeps. Alter Falter, ne? Wahnsinn. Jawohl, schön Arsch, genau. Beuger, schön fest alles, komm. Nicht ein bisschen nach vorne zum Licht. Ja, genau. Ja. Und jetzt schön Tannenbaum, Izi! Boom. Hier sind auch wieder ganz neue Adern, Paul, die habe ich auch noch nie gesehen hier. Das ist immer gut. Aber man merkt auch deutlich, du hast keinen Bock mehr, ne? Dann kommt der Lukas an und sieht, gibt dir irgendwelche Hinweise, Alter, halt's Maul. Gibt wieder Verbesserung, Alter, Junge. Furchtbar, aber ey, auf der Bühne muss es sitzen. Ja, und dann geh mir auf Nummer sicher und stell einfach die Füße ganz normal zusammen. Fertig, aus. Ja, wir schauen uns das die nächsten Tage nochmal an. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Machst du eine Bauchpose und machst du wieder? Ja. Für die Zuschauer. Bauchpose ist so ein bisschen. Okay.
Jo. Wie viele Schritte hast du jetzt schon gemacht? Ein bisschen über 10.000 sicher. Ich finde, die Beine sind ein bisschen glatt. Und wie sind? Ja, sie fühlen sich auch voll an. Ja. Also schwer, das sowieso. Ich bin halt einfach im Arsch, kann man so sagen. Komplex noch meine Maske da durch. Weißt du, die ist auch geil. Guck mal, diese Kante hier in der Mitte vom Bauch unten. Die ist gut. Mach nochmal. Oh shit. Ja, ich hab ihn. Das ist brutal, das ist gut. Die sieht viel krass aus. Verdeck mich die Wurst, verdeck mich die Wurst. Ja, das ist nur der Winkel. Morgen gibt's mehr Kalorien, Paul. Ja, 500 mehr. Wow. Ich freue mich drauf, Leute. Ich glaube, wir machen. Aber besser als nichts. Ich glaube, wir machen 2,8 und dann gleich so lassen wir die. Wir machen 2,8. Und dann danach die 2 Tage. Na gut. Wir sind durch im Training. Jetzt heißt doch Tata für Johannes holen. Und dann abends nach Hause. Cardio muss ich ja Gott sei Dank nicht mehr machen. Nee. Freue ich mich auf jeden Fall. Und dann zu Hause noch mal ein bisschen vorkochen. Reis habe ich für morgen schon ready. Muss ich aber für Mittwoch noch machen. Und du musst Brokkoli für morgen muss ich auch noch machen. Die 300 Kalorien in Form von Reis mehr zubereiten. Ja. Oder ich gehe mir mal einen Reiswaffen, was auch immer. Prima hin. Ja. Wieder zu Hause einkommen und ich habe Post bekommen. Und zwar meine Pro-Card ist da. Richtig, richtig nice. Dazu der Adapter für Amerika ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und hier wird jetzt schon mal vorbereitet. Das ist der Brokkoli für morgen. Den mache ich jetzt frisch. Das ist der Reis schon mal für Mittwoch. Ist Jasmin-Reis. Bin echt gespannt, wie der mir schmecken wird. Werde natürlich dann im Donnerstagsvideo sozusagen erfahren. Könnte auf jeden Fall geil sein. Natürlich wieder mit Süßstoff, Zimt, 3 Gramm Salz. Abnormal geile Kombination. Hier habe ich das ganze Fleisch für morgen. Das muss ich jetzt noch aufteilen auf 4 Portionen. Das ist der ganze Reis für morgen. Muss ich auch noch aufteilen. Und 300 Kalorien gibt es sogar noch extra. Mal schauen, in welcher Form die dann aufgenommen werden. Vielleicht sogar ein Eis, das wäre krass. Glaube ich sogar weniger. Aber so ist, die zwei sitzen hier schon bei Tisch. Johannes Gemüse ist gerade in der Mikrowelle. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich zum Essen. Und ich zeige euch, was es genau gibt. Ich muss erstmal den ganzen Scheiß hier vorbereiten, abpacken, damit ich morgen alles gut in den Kindergarten mitnehmen kann. Denn morgen gibt es schon wieder einen Ausflug am Vormittag. Das heißt, ich muss es gut einpacken alles. Ihr kennt es, die alte Leier. Mein Essen ist jetzt auch endlich fertig, hat es doch noch länger gedauert als Meal Prep, weil ich einfach direkt schon alles vorsalzen möchte, schon vorportionieren möchte. Deshalb habe ich jetzt alles ready gemacht, hat es doch fast eine halbe Stunde gedauert mit dem Mikrowellenessen von Johannes, mit dem Mikrowellenbrokkoli von mir. Johannes ist schon fast durch, aber ist sowieso gut, weil der isst ewig. Gönnt sich hier natürlich die Rocker-Soßen dazu, Barbecue. Wie heißt die Firma? Ich habe den Namen noch nie gehört. Was? Best Body Nutrition habe ich gehört, ne? Nee, habe ich nicht gehört. Hm. Aber naja, was soll's. Wir werden jetzt mal essen. Ich gehe mir natürlich auch rein. Dazu gibt es Eistee Zero. Danach nochmal die Supplements. Und dann sind wir auch durch für heute, Gott sei Dank. Jetzt heißt es dann nochmal Tasche packen für morgen. Morgen geht es übrigens auch zum Friseur. Endlich, jetzt wird mal wieder Zeit. Johannes geht auch, Tim geht auch. Alle gemeinsam. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall lustig. Morgen steht auch nochmal das letzte Pull-Training an. Wird nochmal gut durchgezogen, dann wäre das geschafft für diese Wettkampfsaison. Richtig, richtig krank. War auf jeden Fall ein gutes Training heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Gebt ein Like, schreibt einen Kommentar. Abonniert mich auf YouTube und auf Instagram. Schaut bei Johannes vorbei. Nicht vergessen, schaut bei Tim vorbei. Paul ist der Geilste. Und wir sind raus. Gute Nacht. Immer noch voll, Dinger. Ja. Der Arm, der geht immer hier. Der will auch nicht rum.